Ein halbes Jahrhundert ist es her, seit die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind. Am 20. Juli 1969, bei uns war es gerade später Abend, setzten Armstrong, Collins und Aldrin mit ihrem Raumschiff auf dem Mond auf. Und wir machen das heute mit dem Teleskop. Hallo, ich bin Markus Schenk von astroshop.de. Willkommen in unserem Astro-Kanal. In diesem kurzen Video wollen wir den Landeplatz der Apollo-11-Mission mit dem eigenen Teleskop finden. Der Ort, wo einst Neil Armstrong sagte, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Damals sahen etwa 600 Millionen Menschen die bewegenden Bilder live im TV. Suchen wir also Apollo 11. Sie werden feststellen, dass es gar nicht so schwierig ist. Viel Spaß! Gleich eines vorweg: Wenn wir mit unserem Teleskop auf den Mond schauen, werden wir keine Landefähre und keine amerikanische Flagge auf dem Mond entdecken. Ja, warum ist das so? Das Stichwort lautet Auflösungsvermögen. Ein typisches Amateurteleskop mit 150 oder 200 mm Öffnung kann Objekte in der Größe von etwa 2 Kilometern auflösen. Und das ist auch schon die Lösung. Der typische Rover der Mondmission von Apollo 15 bis 17 hatte eine Länge von etwa 3 Metern. Das Lunar-Modul hat eine Größe von 4 Metern. Gut, aber was ist mit Profiteleskopen? Denken wir mal an das Hubble-Teleskop mit 2,4 Metern Durchmesser. Ein solches Teleskop hat ein Auflösungsvermögen von 0,05 Bogensekunden und kann Objekte mit etwa 100 Metern Größe erkennen. Im Jahr 2012 erforschte und kartierte die NASA-Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter, kurz LRO, den Mond in hoher Auflösung und flog in nur 50 Kilometer Entfernung über die Oberfläche. Wir sehen hier die Überreste der Landefähre von Apollo 11, das Lunarmodul. Wir sehen den bekannten Reflektor und den Trampelpfad der Fußspuren der Astronauten. Und hier ganz rechts den Little West-Krater. Ist das nicht faszinierend? Seit 50 Jahren stehen diese Dinge dort oben und es hat sich nichts verändert. Behalten Sie dieses Bild im inneren Auge, wenn wir jetzt selbst die Apollo 11 Landestelle beobachten. Um auch kleinere Krater auf dem Mond zu sehen, benötigen wir ein Teleskop von mindestens 100 mm Öffnung. Je größer das Teleskop, desto höher ist aber auch die Auflösung. Allerdings begrenzt auch das Seeing die mögliche Auflösung. Doch es geht hier ja nur um ein paar kleinere Krater, die wir für die Orientierung brauchen. Ein Okular mit kleiner Vergrößerung bietet uns eine gute Übersicht des Mondes. Doch wenn Sie Krater auch im Detail sehen wollen, empfehlen wir ein Okular ab etwa 150-facher Vergrößerung. Bei entsprechend gutem Seeing können Sie aber noch höher vergrößern. Wie finden wir Apollo 11? Wenn Sie die Landestelle auffinden wollen, dann sollten Sie etwa 5,8 bis 6 Tage nach Neumond beobachten. Etwas später, aber nicht viel später, geht auch noch. Dann bescheint die Sonne die Apollo 11 Landestelle sehr gut. Die Landestelle wurde in einem Mondmeer im Mare Tranquillitatis gewählt, im Meer der Ruhe, weil das ein einfaches, flaches Feld für die Landung darstellte. Gut. Wie nähern wir uns diesem Landegebiet? Schauen wir uns den Mond zuerst im Ganzen an. Wie orientieren wir uns? Was ist so auffällig, dass wir es auf jeden Fall auf Anhieb im Teleskop finden? Dazu bietet sich der auffällige Krater Theophilus an, an den auch die Krater Kyrillus und Katharina angrenzen. Diese Ringgebirge von jeweils rund 100 Kilometern Durchmesser sind auffällig und mit jedem Teleskop zu sehen. Theophilus ist 4000 Meter tief und hat einen Zentralberg in der Mitte mit einer Höhe von 1400 Meter. Gerade diese Doppelkrater sind es, die uns sofort ins Auge stechen und die wir gut finden.
Bewegen Sie sich nun 2 Kraterdurchmesser nördlich, dann sehen Sie im Gesichtsfeld Ihres Teleskops einen kleinen Krater, Moltke, mit 6 Kilometern Durchmesser und einer Tiefe von 1300 Metern. Auffallend ist weißlicher Staub und Gestein als Begrenzung. Bewegen Sie sich nun ein Stück nordwestlich, fallen Ihnen 2 große markante Krater, Ritter und Sabine, auf, mit 30 Kilometern Durchmesser und einer Tiefe von gut 1400 Metern. Hier geht Ritter noch ein bisschen an der Tag-Nacht-Grenze des Mondes unter. Wir sind dem Apollo 11 Landeplatz nun ziemlich nah. Ziehen Sie mal gedanklich eine Linie zwischen Moltke und Sabine und stoppen Sie von Moltke ausgehend auf einem Viertel der Strecke. Bewegen Sie sich dann in einem 90-Grad-Winkel nach oben, also nach Nordost, und zwar fast um den Betrag des Kraterdurchmessers von Sabine. Hier befindet sich die Apollo 11 Landestelle. So haben wir sie gefunden. Etwas oberhalb sieht man mit etwas größeren Amateurteleskopen die Kleinkrater Aldrin, Collins und Armstrong. Armstrong ist auf dem Foto zu sehen, Collins und Aldrin nicht. Wenn Sie allerdings ein sehr gutes Seeing haben und ein mittleres bis großes Teleskop von 200 mm Durchmesser und etwa eine 200-fache Vergrößerung nutzen, können Sie auch diese Kleinkrater entdecken, die nur 2 bis 3 km Durchmesser haben. Sie sind also gerade so zu sehen und bieten eine zusätzliche und noch genauere Orientierung für die Apollo 11 Landestelle. Etwas weiter oben sehen wir übrigens die Krater Arago mit 26 Kilometern Durchmesser und daneben den Geisterkrater Lamon, der nur bei dieser Mondphase und bei einer tiefstehenden Sonne sichtbar ist. Später bei einem höheren Sonnenstand verschwindet er. Wir sind wieder zurück. Das war's schon mit dem Ausflug zum Mond. Auch wenn Sie sonst vielleicht eher Deep Sky Objekte beobachten, merkt man, wie interessant und schön so eine Mondbeobachtung sein kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und schöne Mondnächte. Und wenn Sie selbst mit einem Teleskop den Mond beobachten möchten, dann schauen Sie doch bei astroshop.de vorbei.